Zuckerschnuten. Ich habe heute mal wieder ein Unboxing für euch. Es hat ganz schön gestockt durch diese Feiertage da, so, oder was sie da haben in China. Und jetzt ist ein Paket von One Day Saving angekommen. Aber auch innerhalb von 13 Tagen. Also das ging recht fix. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich mir wieder was aussuchen durfte. Ich muss mal hier irgendwie mein Handy noch. Ja. Genau. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich mir was aussuchen durfte. Und die Saving, vielen Dank dafür. Gleichzeitig möchte ich sagen, 5% könnt ihr sparen bei One Day Saving mit Melli 05 off. Off groß schreiben und das M bei Melli groß schreiben. Alles zusammen. Genau, und ich würde jetzt mit euch das einfach mal auspacken. Und dann gucken wir mal, was da so los ist. Es war, was ich mir ausgesucht habe, zwei, was nicht lieferbar. Wartet mal, irgendwie war der Beutel auch kaputt. Ach, so was. Schub den jetzt hier einfach auseinander. Ich habe mir zwei Bilder ausgesucht. Dann hatte ich mir eigentlich so einen kleinen Plastetrichter ausgesucht und diesen Stift. Aber diesen Stift hatte ich mir eigentlich mit solchen Plasteaufsätzen ausgesucht. Der war aber in der Form nicht lieferbar mit den Plasteaufsätzen. Und deswegen habe ich den mit Metallaufsätzen bekommen, statt Trichter und den mit Plaste. Und der glitzert schön. Genau. So, hier haben wir die Aufsätze. Mit ganz vielen Gummis. Und das finde ich toll. Die Klebestreifen hier abmachen. Wartet mal. Oder noch mehr. Ja. Das ist noch ein Stück. Tada. Hier haben wir die Ersatzgummis. Und hier haben wir einen tollen Schieber, einen schiefen Einer, ein Dreier, ein Sechser, ein Einer, nee, Quatsch, ein Neuner, ich wieder, und ein Sechser. Und ich painte ja mit den Einern. Und da muss man gucken bei denen. Wartet mal, Mann, die sind ganz schön dick. Ich habe nämlich einen Stift, das ist extrem dick, aber das ist, glaube ich, viel dicker. Ich kann da mal schnell gucken, ob ich den gleich finde. Ah, der ist bedeutend dicker. Guckt mal hier. Und wenn man dann mit dem paintet, das funktioniert nicht, weil das so dick ist. So, wartet mal, vielleicht kriegen wir das irgendwie noch in den Fokus. Schade. Seht ihr das? Dass der rechte tatsächlich viel dicker ist als der linke. Und wenn die dann so dick sind, dann kriegt man die Steine nicht so richtig aneinander. Das ist dann total doof. Hier kommt dann wieder der Einersetzer dran. Das wisst ihr ja. Da muss man ein bisschen schieben. Dann geht das auch. Und auf der anderen Seite wird der Schieber dann drauf kommen. Genau. So, das ist der Stift. Dann habe ich zwei Bilder mir ausgesucht. Eins in 30x30, eins in 40x40. Genau. Die gibt es in verschiedenen Größen, die Bilder bei One Day Saving. Und mit eckigen und runden Steinen. Ich habe sie mir jetzt beide, würde ich behaupten, in runden Steinen bestellt. Gucken mal fix. Und ich finde diese Bilder total trollig. Das muss ich euch jetzt einfach mal. Oh, ein Zipbeutel. Das muss ich jetzt euch einfach so sagen. Ich finde diese Bilder sowas von niedlich. Ich habe das schon mit der Banane. Mit dem Eis.
mal noch die andere Seite fix. Die Leinwand, die ist weicher, habe ich das Gefühl, als sonst. Manchmal, da sind die Leinwände so hart, so stur hart. Aber die hier, die ist echt gut, finde ich. Die ist, also die ist jetzt nicht flauschig weich, wie ihr das denkt, sondern die ist so biegsam. Das finde ich toll. So, das ist ein, ich würde sagen, das ist ein Hund. Ein Hund in einer Kaffeetasse. Weil hier sind ja so Hundeknochen-Kekse, ne? Wie gesagt, das Bild gibt es auch in 40x40. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das sogar noch größer gibt. Das kann ich euch jetzt gar nicht so richtig sagen, weil es jetzt verschiedene Bilder bei One Day Saving gibt, die größer sind und kleiner sind und in rund und in eckig. Und ich finde das eigentlich toll, dass man sich das aussuchen kann. Wir haben hier eine hautabziehende Klebefolie, Klebefläche, 20 Farben für das kleine Bildchen. Finde ich echt stark. Ja. Was ich halt nicht weiß ist, schaut mal der Hund. Wir haben jetzt zwar so eine andere Farbe mit drin. Seht ihr das, dass das hier so ein bisschen beige ist? Aber das ist aber alles die 38,65. Und wenn ich jetzt... Ah, das ist wieder sowas. Alles in 38,65 Painter, dann hebt sich der Hund ja gar nicht von der Milch ab. Oder soll das so sein? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also irgendwie. Und ich muss mir den Hund noch formen. Psst. Mit dem J. 967. Na mal gucken. Überlege ich mir noch. So, wir haben wieder ein ganz normales Toolkit in einem Zipbeutel. Ich hole sie mal raus. Natürlich haben wir... Oh, das sind wieder diese Zipbeutel. Die Druckverschlussbeutel, die so toll sind. Die sind dicker und die sind echt toll. Wir haben hier immer die Zahl draufstehen. Und das sind echt tolle Steine. Das muss man jetzt mal einfach so sagen, ne? Das sind wieder viele verschiedene Farben. 20 Stück an der Zahl. Wir haben runde Steine. Wisst ihr, die sehen so gut aus, dass man gar nicht sieht, ob das Acrylsteine sind oder nicht. Tja, jetzt sieht man es. Wir haben ein paar Löcherchen drin bei der Farbe, aber bei der hier zum Beispiel. Ich habe das auch jetzt bei einem Bild, wo ich es überhaupt nicht einschätzen kann. Weil es hieß ja mal, dass doch die, dass nur die Farben, nee, anders, dass nur die Steine so statisch aufgeladen sind, wenn es Harzsteine sind. Aber dem kann ich jetzt nicht zustimmen. Oder ich habe dann Harzsteine gehabt. Ich hatte jetzt ein Bild, da waren die wirklich fast alle statisch aufgeladen. Aber eben erst, wenn sie in der Slotbox waren. Und deswegen kann ich dem eigentlich nicht zustimmen. So richtig weiß ich es nicht. Dann habe ich ein Bild, da ist eine einzige Farbe statisch aufgeladen. Die anderen nicht. So, hier muss wieder ein Zettel rein. Wir haben zwar hier auf diesem stehen, das ist eine 1902, so wie hier. Aber das genügt mir nicht. Um Gottes Willen, nee, das reicht mir nicht. Hier muss da noch was hin. Also das Bild haben wir jetzt. Achso, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ausmessen. Wir messen mal noch aus. Und zwar, hier sind Steinchen verloren gegangen. Wir haben ein 30x30 Bild. Und wir haben... 24, 6, bei 24, 6. Ah, das klebt ja alles fest. Also nee, ein Durcheinander hier wieder. Ah, so, das legen wir zur Seite. Niedlich, gefällt mir. Total süß.
Nee, anders. Was mache ich denn jetzt hier? Das kommt in den. Hier muss da noch das Zettelchen rein. Das können wir auch gleich mal beschriften. NH1902 Hund Tasse. So, dann machen wir das gleich hier rein. So. Das Bild erstmal zur Seite. So, jetzt das zweite Bild. Das ist ja farbenfroh. Guck mal, das sieht man hier schon. Echt schön. Ach. Guck mal, der guckt euch zwei Augen an. Total toll. Diesmal ist ein 40x40 Bild. Das gefällt mir. Wir haben eine Kuchenfledermaus. Oh, wieder Sibbys. Aber andere. Schaut mal. Ist sie nicht süß? Halt mal. Bitte nur mit gegossenem Kleber machen. So, wartet mal. Die ist mir doch ein bisschen zu sehr. Geknickert. Naja, ich hole dann meinen Lineal aus der Stube. Aus dem Wohnzimmer. So, ihr Lieben. Hier haben wir jetzt eigentlich 40x40. Ja, gucken wir mal. Nee, wartet mal. Vierunddreißig acht mal 34,9. Also ich denke, dass es hier bestimmt auch 34,9 ist, von oben nach unten. Aber durch die Wellen jetzt hier noch drinne, dass es halt noch so ist. Naja, die ziehen ganz schön viel ab. Jetzt immer so 5 cm. Aber ja, so ist es halt, ne? 5 cm muss man immer rechnen. Deswegen ist es auf keinen Fall 40x40, sondern halt knapp 35x35. Wir haben hier schöne farbenfrohe Farben. Farbenfrohe Farben. Das ist doch gut, oder? Wir haben 24 Farben an der Zahl. Guck doch mal schon, wenn wir hier schauen. Oh, so schön farbenfroh. Ja, also das Bild habe ich mir dann in 40x40 und nicht 30x30 ausgesucht. Und auch wieder einen runden Stein. Ah. Jo, super Klebkraft. Toolkit wie immer. So, und jetzt die Farben. Oh wow. Echt klasse. Liebe ja. Diese. Wir haben ja Sippies mit Aufklebern drauf. Aber die sind auch gute Sippies. Also keine dünnen Sippbeutel, ne? Das sind schöne, dicke da. So, die sind echt toll. Wir haben ja eigentlich, ja, Acrylsteine. Runde Acrylsteine. Hier war gerade eins mit einer Beule. Mit einer Beule? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Die Farbe finde ich ja auch toll. Was ist denn das? Die 3? 351. Das ist ja auch cool. Das ist, also ihr seht das kräftiger. Das ist aber gar nicht so ein kräftiges Rot. Ey, jetzt sind die Farben eh alle durcheinander. Hier haben wir wieder ein schönes Orange. Hier haben wir ein Pink. Oh, das ist ja toll. Schaut mal, ein kräftiges Violett. Ist echt schön durchwachsen. Ich habe keine 310 und ich habe auch keine 939. Ist ja mal der Hammer. Absoluter Hammer. Krass.
krass. Hatte ich so selten. So, haben wir so etliche Brauntöne und Grüntöne noch mit drin. Mal wieder so ein Gelbgrün, so ein Braungelbgrün. Genau, hier haben wir nochmal ein schönes Orange. Also das ist wieder schön durchwachsen, das gefällt mir. So, hier steht gar nichts drauf, also echt, das ist nicht so toll. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall was schreiben. Ja, warte mal, das ist so dunkel. So, also SZ 1767 Fleder Maus Kuchen. Fledermauskuchen. Lecker. Der erinnert mich so an den Papageienkuchen und ich liebe Papageienkuchen. So, ihr Lieben, das war's schon von mir heute. Denkt an den Rabattcode Melli05 off. Und ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir mal noch kurz in die Kommentare. Achso, wartet mal, der Druck, der sieht da 1A. Ja, wir haben hier hell und dunkel schön auseinandergehalten. Auch hier haben wir wieder helle Zahlen und helle Buchstaben. Ist eigentlich wieder gut erkennbar. Ja, doch, sieht super aus. Hier oben eigentlich auch. Ja, doch, freue ich mich. Genau, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das hier lösen würdet oder ob das so sein muss, dass das so ein, dass es gar keinen Übergang gibt an sich. Bisschen merkwürdig. Ja, aber niedlich sind wir. Genau, so ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bleibt gesund. Passt auf euch auf und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Painten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.